Hallo, mein Name ist Paula und willkommen bei der Kinder- und Jugendakademie Bonauer. Wir malen heute gemeinsam Hände mit Aquarell und Buntstift. Zuallererst zeige ich euch, welche Materialien ihr dafür benötigt. Für die Grundlage eures Bildes braucht ihr ein Stück Karton. Ich habe einfach die Rückseite einer meiner aufgebrauchten Malblöcke hergenommen. In dem Fall habe ich hier DIN A4, ihr dürft aber auch gerne einen größeren Karton verwenden. Für den Hintergrund eures Bildes braucht ihr Buchseiten oder Zeitungspapier. Wichtig dabei ist, dass es sich um reine Textblätter handelt. Sobald Bilder auf dem Zeitungspapier zu sehen sind, wird es vom Hauptmotiv ablenken und würde nicht mehr so schön aussehen. Um das Zeitungspapier auf dem Hintergrund befestigen zu können, benötigt ihr Sprühkleber. Sobald das dann aufgetragen wurde und getrocknet ist, werden wir eine Vorzeichnung mit Bleistift und Radiergummi vornehmen. Um dem dann eine Grundierung zu verleihen, brauchen wir Aquarellfarben. Um die auch richtig auftragen zu können, benötigt ihr einen großen Pinsel für größere Auftrageflächen und ein paar kleine, um dann ins Detail gehen zu können. Wichtig dabei ist, dass ihr zwei Wasserbehälter braucht. Einen, um das Wasser sauber zu halten und den anderen, um den Pinsel dort auszuwaschen. Um dann die Konturen nachziehen zu können, benötigt ihr entweder Tusche mit einem Federhalter und einer Feder oder einfach einen Feinliner. Eines der beiden Dinge werdet ihr bestimmt daheim haben. Am Ende, um noch ein paar Effekte mehr hervorheben zu können, benötigen wir noch Buntstifte. Für den ersten Schritt geht ihr am besten nach draußen und sucht euch eine Unterlage. Der Sprühkleber riecht nämlich ziemlich intensiv und den Geruch kriegt man nicht so gut aus dem Zimmer wieder heraus. Ich empfehle euch am besten Handschuhe zu verwenden, wenn ihr mit dem Sprühkleber arbeitet, da der Sprühkleber nicht so gut von den Fingern wieder abgeht. Falls ihr keine habt, ist es kein Weltuntergang, ich habe es auch überlebt und ihn am Ende auch wieder abbekommen. Wie ihr die Buchseiten anordnet, ist euch überlassen. Schaut einfach, dass es am Ende harmonisch aussieht. Ich habe vor allem darauf geachtet, dass die Kanten, an denen ich die Buchseiten ausgerissen habe, nach außen zeigen, damit dort keine glatte Kante entsteht. Sobald ihr ein Ergebnis erzielt habt, was euch gefällt, legt ihr es am besten zum Trocknen. Ungefähr eine Stunde wird auf jeden Fall reichen. Um mit der Vorzeichnung nun beginnen zu können, brauchen wir erstmal eine Vorlage. Da könnt ihr je nach Belieben im Internet euch was raussuchen oder einfach eure eigenen Hände in einer Position fotografieren, wie es euch gefällt. Das Praktische am Händezeichnen ist, dass wir unsere Hände als lebendes Modell immer zur Verfügung haben. Das heißt, selbst wenn wir uns ein Bild aus dem Internet raussuchen, können wir die Bewegungen immer anhand unserer eigenen Hände nachvollziehen, etwas abändern und besser verstehen. Wenn ihr mit der Vorzeichnung beginnt, achtet darauf, dass ihr den Bleistift nicht zu sehr aufdrückt, damit ihr die Linien leicht radieren könnt und die Buchseiten bzw. das Zeitungspapier beim Radieren nicht beschädigt. Achtet darauf, dass das Motiv schön mittig im Format platziert wird. Sobald die Vorzeichnung steht, können wir nun mit dem Aquarell beginnen. Für dieses Aquarellbild werden wir die Nass-auf-Trocken-Technik verwenden. Für die Nass-auf-Nass-Technik haben wir ein zu empfindliches Papier, das dann durchweichen und sogar vielleicht einreißen könnte. Deswegen achtet darauf, dass ihr das Papier nie zu nass macht, beziehungsweise wenn es euch zu nass wird, dann lasst es erst trocknen, bevor ihr weitermalt.
Macht euch bei eurem Vorbild klar, von wo das Licht kommt und wo der Schatten geworfen wird. Beim Aquarellmalen ist es wichtig, dass man mit der hellsten Farbe beginnt. Dunkelheiten im Nachhinein wegzubekommen oder zu korrigieren ist ziemlich schwierig, deswegen versuchen wir darauf zu verzichten. Deshalb habe ich für die erste Schicht einen sehr hellen Hautton verwendet. Erst wenn diese getrocknet ist, können wir nach und nach dunklere Töne darüber schichten an den Stellen, wo Schatten geworfen wird oder Vertiefungen sind. Damit das Bild am Ende dann ein bisschen interessanter wird, könnt ihr auch gerne Farben wie Lila, Rot, Blau, vielleicht auch Grün dazunehmen und ein bisschen mehr Farbakzente reinbringen. Wenn ihr es zu naturgetreu haltet, wird es vielleicht am Ende etwas langweiliger. Deswegen traut euch ruhig mal Farbe herzunehmen und vor allem für die dunklen Stellen mal ein kräftiges Lila oder einen Blauton. Und probiert euch einfach ein bisschen aus. Es kann eigentlich nicht viel schief gehen. Wenn ihr mit der Aquarellhand fertig seid, könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch einen Hintergrund machen wollt. Ich habe beispielsweise einen hellen Braunton gewählt, ihr könnt aber auch gern was, einen hellen Orangeton, einen hellen Rosaton wählen und so einen leichten Schleier über die Buchseiten oder euer Zeitungspapier legen. Dadurch kommt die Hand auch noch mal ein bisschen mehr hervor und es kriegt einen ganz coolen Effekt. Wenn euch dann eure Aquarellarbeit gefällt und ihr meint, ihr habt genügend Tiefe geschaffen, genügend Dreidimensionalität, dann könnt ihr euren Fallenliner zur Hand nehmen. Da ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass ihr nicht über die Lichtkante malt.
Ihr wisst, ihr habt euch vorhin klar gemacht, von wo das Licht kommt, wo der Schatten fällt. Und da, wo das Licht kommt, da müsst ihr etwas Platz zwischen der Farbe und eurer schwarzen Linie mit dem Fineliner halten, damit klar wird, dass da oben so viel Licht drauf fällt, dass da ein heller Rand. Versucht mit dem Fineliner eine schöne Kontur zu schaffen, damit die Form der Hand klarer wird. Durch das Aquarell sieht das alles noch ein bisschen zu leicht aus, nicht sehr definiert. Und durch den Fineliner versuchen wir diese Definition hinzubekommen. Deswegen scheut euch nicht davor, auch gerne mal ein bisschen in die Hand zu zeichnen, die Fingerkuppen rauszuarbeiten, an den dunklen Stellen ein bisschen mehr Dunkelheit reinzubringen durch Schattierungen. Macht da einfach ein bisschen nach Gefühl, wo ihr meint, da kann ich mit dem Stift noch reingehen und da mache ich es lieber ein bisschen weniger. Wichtig ist, dass wenn ihr auch ein Vorbild habt wie ich, wo sich die Hände überschneiden, dass ihr an dieser Stelle, wo die eine Hand über der anderen liegt, die Kontur ein bisschen fester macht, damit die vordere Hand mehr rauskommt. So, jetzt wo wir unsere Grundierung mit Aquarell fertig haben und auch unsere Kontur, werden wir jetzt den letzten Schliff mit ein paar Buntstiften dem Bild verleihen. Da dürft ihr ähnlich wie bei der Kontur einfach eurem Gefühl vertrauen. Euch ist mittlerweile klar, wo das Licht ist, wo der Schatten. Und deswegen schaut einfach, welche Stellen wollt ihr noch hervorheben, an welchen Stellen wollt ihr noch ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Zum Beispiel da an der Stelle, wo sich die Hände überschneiden, dürft ihr gern mit noch einem dunklen Blau oder einem dunklen Lila etwas mehr reingehen, damit die Hand noch mehr hervorkommt. Oder ich habe beispielsweise noch ein bisschen mehr Orange reingebracht und auch im Hintergrund dürft ihr noch ein bisschen mehr mit dem Buntstift arbeiten, damit die Hand mehr hervorkommt. Also lasst da eurer Kreativität freien Lauf. Ihr müsst es nicht genauso machen wie ich, aber dürft euch natürlich sehr gerne daran orientieren. Bin mir sehr sicher, dass ihr das richtig gut machen werdet, wenn ihr auf euer Gefühl vertraut. So, und schon haben wir es geschafft. So schaut das fertige Bild aus und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich finde, Hände sind immer ein cooles Motiv. Man kann so viel damit machen und ja, ich hoffe, ihr seid euren Ansprüchen gerecht geworden. Ihr habt viel gelernt und etwas Schönes geschaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen.